Am vergangenen Donnerstag fand im Konservatorium Cottbus eine Spendenübergabe des Lions Club statt. Feierlich wurden die Einnahmen aus dem Lions Adventskalender 2012 an die Spendenempfänger übergeben. Zu ihnen zählten unter anderem der Förderverein Kinderklinik, das Ronald McDonald Haus und die Stadtbibliothek. Also der Adventskalender ist von uns das zweite Jahr initiiert worden. Wir haben diese Idee von anderen Lions Clubs deutschlandweit, sind davon inspiriert worden und haben uns gedacht, das können wir auch in dieser Stadt umsetzen. Das ist ein sehr schönes Projekt, mit dem man den Leuten etwas geben kann und aber auch etwas bekommt. Der Verkaufserlös in Höhe von rund 7.000 Euro wurde auf insgesamt 10 gemeinnützige Einrichtungen verteilt. Diese beschäftigen sich ausschließlich mit Projekten für Kinder und Jugendliche. Wir werden die Spende nutzen für die Clownsprechstunde zur Fortführung. Die Clownsprechstunde hat ja den Hintergrund, dass Kinder, die sich im Klinikum zum Krankenhausaufenthalt zur Genesung befinden, halt eben mal kurzzeit auch von diesem Krankenhausaufenthalt einfach auch Abstand gewinnen können, an andere Sachen denken können und einfach auch ein paar Glücksmomente wahrnehmen können. Und wir haben einen Antrag gestellt bei dem Lions Club Cottbus Lausitz e.V., um 3 Kinderzeitschriften-Abos, wissensvermittelnde Kinderzeitschriften-Abos ermöglichen zu können. Und das ist uns gelungen dadurch. Für 2 Jahre haben wir jetzt 3 neue Kinderzeitschriften im Bestand bei uns in der Bibliothek. Und wir sind sehr glücklich darüber. Musikalisch begleitet wurde die Spendenübergabe von jungen Preisträgern des Landesmusikwettbewerbes Jugend musiziert. Der Lions Club unterstützt aber noch viele weitere soziale Projekte. Man kann an uns herantreten, man kann fragen, können wir eine Unterstützung bekommen? Und dann würden wir sehen, ob wir das realisieren können. Wir sind jedes Jahr bei der Nacht der kreativen Köpfe dabei in Cottbus, die sich auch schon etabliert hat. Bereits am Samstag wird der Lions Club Cottbus sein soziales Engagement mit dem Wohltätigkeitsball im Radisson Blue Hotel fortsetzen.